Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren Folge Omsi. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir sind immer noch bei dem DLC und zwar schauen wir uns heute den 628G LF an. Dementsprechend haben wir nämlich heute einen wunderschönen Gelenkbus, wie wir es hier sehen können. Ein Viertürer. Und wie gesagt, dazu das passende Gelenk. Und wie sieht es hier aus? Hinten Zwillingsreifen, in der Mitte Zwillingsreifen, wundervoll. Innen drinnen sieht er so aus, so typischer C2 gefühlt. Also das ist halt wirklich, wie es in der letzten Folge oder wie es in der Folge davor erzählt hatte. Es ist gefühlt halt einfach, so eine Mischung aus C2 und der O530. Kannst du mir sagen, was du willst, aber das ist halt eine relativ coole Sache. So ein bisschen so Transformers halt. Das ist schon ziemlich cool. Und dementsprechend werden wir uns das Ganze, wie gesagt, hier heute mal angucken in der wundervollen Variante. Nämlich, wir haben jetzt hier, wie ihr es unschwer sehen könnt, nämlich die komplette Fahrerkabine hier vorne. Und das ist zum Beispiel eines der Sachen, die man hier von vornherein schon einstellen kann. Ne? Ob ihr halt eine kleine Fahrerkabine haben wollt oder eine große Fahrerkabine. Und dementsprechend, je nachdem, was ihr haben möchtet, könnt ihr das dann halt dementsprechend dann schon so auswählen. Steht auch denn wirklich denn dort, ob eine Big-Kabine oder ja, ohne, ist dann natürlich die ganz normale Fahrerposition, die wir hier sonst so haben. Wir befinden uns heute auf der Karte Uminsk. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Das ist schöner Zungenbrecher. So, hier sehen wir, ne? Also, das funktioniert hier. So, ich muss mal ganz kurz was gucken. Genau. Jetzt geht die Tür hier nämlich vorne auf. Und jetzt kann nämlich hier keiner mehr rein. Wundervoll. Achso, können wir hier das Ganze schon mal starten. Und wird schon wieder Luftdruck. Dann werden wir mal hier ein bisschen powern hier, damit das Ganze passt. Licht an. Überall. Wir haben auch, ihr seht jetzt ein paar andere Knöpfe jetzt hier, ne? Die sahen letztes Mal noch ein bisschen anders aus. So, wunderschön. Enter PIN, das war 3296. 3296. Wundervoll. Und wir haben noch 10 Minuten. What? So, dann können wir hier schon mal die Heizung müssen anmachen. Und unsere Fahrgäste hier nicht frieren. So, wundervoll. Er macht hier noch alles. Wir können hier noch mal ein bisschen Speed geben hier. So, jetzt ist er da. Wunderschön Druckluft aufgebaut. Und wir können 00500. Und wir fahren. Jetzt muss ich überlegen. Ne, wir starten ja von. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Das ist nämlich ein bisschen. Ich kann das nicht mal aussprechen. Masu Kombinat. Keine Ahnung, wo das ist. Hier sehen wir auf jeden Fall Uminsk. Und wir müssen aber nach. Ne, wir müssen andere nehmen. So. Nummer 2. Wundervoll. So, dann können wir schon mal die Uhrzeit ein bisschen vorstellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, wundervoll. Und los geht's. Natürlich hier gleich wieder alles hier schön Schnee wieder hier. Aber so ist es im Winter. Also im richtigen Winter, nicht wie hier in Berlin, gibt es keinen Schnee. So, relativ spät hier einlenken. Ja, habe den Bordschirm mitgenommen. So, dann können sie alle einsteigen. Voll der Bus, schön. Hallo. Grüezi, lauf doch mal durch, bitte.
lauft ihr denn hier alle rum? So. So, ich war lieber ein bisschen vorsichtiger, ja. So. Einen normalen Fahrschein, bitte. Weiter geht's. Ja, aber ihr merkt schon, ne? Fühlt sich halt genauso an wie der kleine Solo. Halt jetzt nur mit hinten ein bisschen längeren Geschoss dran. Wie gesagt, 18 Meter ist er jetzt lang. Und auch reichlich Platz hier. 109 Meilen. Was ist denn da los? Wir haben viele Busse mittlerweile, ja, die haben einen Gelenkzug, ja, wo eigentlich in der Regel so um die 120 Leute reinpassen, ja, wenn du Glück hast. In den letzten Bussen oder sowas, die du halt immer runterladen konntest, ja, da haben halt kaum Leute reingepasst, ja, da waren es immer so 70 Leute oder sowas, das sind ein Gelenkbus. Ja, mach das mal, da kauft sich doch keiner einen Gelenkbus mehr. Kannst natürlich auch wieder anpassen, ne, separat und das hast du jetzt nicht gesehen, aber gut, wollen wir jetzt hier nicht. Ja, und du willst ein Ticket. Ja, die können wohl die Türen alleine auf und zu machen. Ich weiß auch nicht, warum die immer vorne einsteigen müssen. Sind sie auch alt alle, ja. Hallo, Tag. Schön vorsichtig hier lang. Hallo. So, geradeaus weiter geht's mit uns hier. Er lässt uns sehr höflich. Oh. Super glatte Straße hier.
leider keine Ansagen oder sowas, ne? Sieht schade, aber schaut mal, wir haben Plus. Das ist ja Wahnsinn. So, Screenshot ist gemacht. Wir müssen jetzt warten. Eine Minute Verfrühung. Wollen wir nicht. Wir wollen keine Verfrühung. Aber ihr seht selber, ne? Also wie gesagt, der fährt sich halt echt klasse. Sehr, sehr angenehm. Wahnsinn. Hier hinten auch wieder eine Cariosoft. Aber wie gesagt, halt sehr, sehr dezent gehalten. Fahrgäste stehen hier. Ah, hier oben auch schon eigene Werbung gemacht. Finde ich auch gut. Federica Andrezia, das ist wahrscheinlich einer der Entwickler hier, ne? Coole Sache. Wie gesagt, auch das ist halt, ne, dass hier mal so ein bisschen Werbung gespielt wird. Vollkommen in Ordnung. Ein sehr schönes Modell. Lohnt sich meiner Meinung nach. Wie gesagt, wenn jetzt hier noch so ein bisschen deutscher Content so kommt, also so deutsche Repaints, vielleicht mit einer deutschen Kasse drin und alles was. Den haben wir hier natürlich wieder einen schicken, schicken Bus, den man wieder ja, ein paar Mal öfter benutzen kann. Vielleicht mal auch für die nächste Leitstellenfahrt oder sowas. Das ist ja natürlich extrem hervorragend. Die Ampel ist schon aus hier, okay. Gelbes Blinklicht. Wunderschön. So, kommen wir jetzt hier lang. Ja, total schön. Sollte passen für uns. So. Ist natürlich wieder alles glatt hier. Hier ist Nissan. Schön. Ja, Performance hier ist natürlich auch schon wieder. Ich weiß nicht. Also irgendwie durch ein Update von Omni oder sowas ist mir hier irgendwie meine Grafikeinstellung zerschossen. So, das ist ja schon wieder zu früh. Was ist los hier? Alle Ampeln hier ausgefallen hier, wa? Wie es ausschaut. Wundervoll. So, ah, ich finde es halt angenehm, dass er auch die Türen halt komplett alleine macht hier, ja. Oh, hier geht mal eine Ampel. Wahnsinn, hier geht eine Ampel. Bauhaus. Oh, frag mich mal, wo ich die Karte runtergeladen habe. Keine Ahnung. Kann ich euch jetzt nicht mehr beantworten. Aber es ist eine relativ schön bebaute Karte. Jetzt wäre es ein bisschen hinten einzusteigen, weißt du? Haben die nicht mal nach vorne gedackelt hier alle. Thank you.
Oh. Das ist ein bisschen spannend auch. Müssen wir auch mal wieder bei Schnee fahren. Schön dann Spandau dadurch. Schon auch. Berlin Buch gespannt. Unser Weihnachtsupdate. Das wird bestimmt auch nett. Da hätte es ja beinahe gekracht. Achso, ihr kommt hier mit auf der Straße. Das ist auch löblich. Na denn. Wollen wir euch mal hier einsacken. So. Hallo. Jetzt kriegen wir Weg. Keiner da. Ein bisschen breit hier gerade. Aber die Straßen sind hier wirklich sehr breit. Hallo. 20 Euro. Danke. Das bräuchtest du nicht mehr annehmen eigentlich. So, laufen schon wieder hier nicht durch hier. Leider müssen nicht so schön das Gelenk da hinten ran. Das ist ein bisschen schade. Ich habe gerade überlegt, ob ich noch ein Bild mache. Aber nö, nö. Die Lage gefällt mir gerade nicht hier. Ja, aber sonst, wie gesagt, halt relativ cool. Dann auch auf und zu machen. Fantastisch. Doch, er hat schon was. Es ist auf jeden Fall. Geht die Qualität richtig in Ordnung. Finde auch vom Sound gar nicht mal so schlecht. Ist aber doch mit der Zeit noch ein bisschen verwöhnt, was so im Sound angeht. Aber hier geht der Sound meiner Meinung nach in Ordnung. Mädels, lauft doch hier nicht immer auf die Straße rum hier. Da kommt mal ein Busfahrer und überkachelt euch, ey. Oh, was wollt ihr denn so viele Tickets hier kaufen? Danke. Bitte. Uns mal jemand anmerken, aber hier Physik. Ich mal 10 Sekunden früher abfahren. Fahre ich zu schnell oder ist hier eigentlich weniger Tempo angesagt? So was ich 30 oder sowas. Sich halt überall warten hier. Mal
muss mal wieder ein bisschen heizen hier. Schon wieder unter 10 Grad hier. Ist ja schon wieder mächtig kalt hier. Jetzt können wir wieder kurz warten. Ja, warum fährst du nicht? Ja. Dümmliche KI, würde ich sagen. Das wäre jetzt gewesen, wenn ich blick links und er fährt los oder was. So, mal gucken, ob wir jetzt hier ein schönes Bild hinbekommen. Fetzt dich. Hier ist doof. Aber vielleicht jetzt hier. Das wäre doch schon. Das sieht doch relativ hübsch aus. Natürlich hier meinen Tracker R verstellt. So. Wir haben viel zu viel Zeit hier. Och, sie will unbedingt vorne einsteigen, ja. Was ein Ticket haben wir. So. Auch diesen Gelenkbus haben wir leider nicht vorbekommen. Das ist schade. Das wird nix. So, jetzt haben wir Probleme. Oh, wirklich. Warte mal, wir machen Matrix 17, okay?
So, weil ich würde nämlich sagen, das ist jetzt festgefahren. Da hättest du nämlich nichts mehr machen können. Da vorne halten. Mal schauen. Aber es will auch keiner aussteigen hier. Das wundert mich jetzt gerade ein bisschen. Wir probieren es nochmal. Fällt der Scheiß wieder aus. Nö, hier will keiner aussteigen. Tja, das ist natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich. Wir fahren mal an der Haltestelle da ran, die da ist, und dann. Ja, wenn sie da nicht aussteigen wollen, Pech gehabt. Kann man jetzt nicht ändern. Die wollen nicht raus, die Fahrgäste. Haben sie Pech, würde ich sagen. Aber die sind hier. Seht ihr, ne? Hier ist der Park hier an der Seite. Jetzt würde es hier schon wieder zurückgehen. Aber egal, wo du dich da jetzt hingestellt hast, da war keiner raus. Leute, das war auf jeden Fall der Gelenkbus von dem nagelneuen DLC, dem Citybus 628C und 628 GLF. Wie gesagt, absolut lohnenswert. Beide Modelle fahren sich wundervoll. Ich bin mal gespannt, wie jetzt die Setwas aussehen. Da werde ich mich mal jetzt also die Tage jetzt mal ansetzen und werde mir das Ganze mal ein bisschen genauer angucken. Vielleicht gibt es ja bis dahin dann schon das ein oder andere Modding-Future jetzt schon für den Bus. Ich finde ihn wirklich hübsch. Das ist halt auf jeden Fall ein Modell, welches man so nicht kennt. Und von daher finde ich ihn, ist er sehr, sehr lohnenswert. Ich muss natürlich selber abwägen, wie euch das Ganze gefällt. Ich habe auf jeden Fall zumindest alles soweit gezeigt, wie es gut konnte. Ich hoffe, euch haben die beiden Videos jetzt gefallen und vielleicht haben sie euch jetzt ein bisschen, ja, vielleicht zugestimmt, dass ihr den Bus jetzt kauft oder vielleicht jetzt noch ein bisschen demotiviert. Je nachdem könnt ihr mir gerne mal so eure Meinung dazu in die Kommentare posten, was ihr davon so haltet. Mich würde das halt mal mega interessieren. Wer sich diesen DLC kauft, auf jeden Fall gibt es von mir definitiv einen dicken Daumen nach oben dafür. Das ist ein wunderschöner Bus. Und dementsprechend werden wir den wohl jetzt hier zukünftig auch öfter sehen. Egal, ob der Leitstellenfahrt oder im Let's Play. Dieser Bus, der hat es echt in sich. Ich werde, wie gesagt, auch mal gucken, ob ich hier so das eine oder andere Repaint mal hier erstelle. Gerade Regelbus oder sowas ist ja ist ein Pflichtprogramm. Und dementsprechend halte ich euch weiterhin auf dem Laufenden, wie es hier weitergeht. Und bedanke mich auf jeden Fall, dass du dabei warst. Und wie gesagt, lasst gerne ein Like da, falls euch das Video gefallen hat. Und wir starten morgen jetzt irgendwie mal wieder mit unseren Weihnachtsvideos hier weiter. Denn ja, wir mussten das Ganze jetzt nochmal kurz cutten, ne, damit wir jetzt hier diese beiden Busse, also die Busse hier reinbekommen. Und dementsprechend wollen wir natürlich in der nächsten Folge jetzt, wenn ihr das Video jetzt schaut, dann geht es wieder so ein paar Weihnachtsmärkte abklappern. In ja, dem einen oder anderen Ort. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich euch da wiedersehe. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Und ja, hoffentlich wieder bis zum nächsten Mal. Bis dahin, bleibt gesund, Leute. Bis dann, tschüss.